إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Liebe Geschwister im Islam, Asma, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Und natürlich auch herzlich willkommen an alle Nicht-Muslime. Bitte sagt allen Bescheid, weil ich höre von sehr vielen, dass sie keine Nachrichten mehr bekommen, obwohl sie die Glocke aktiviert haben. Das sind immer so die kleinen Sabotageversuche bei Social Media, damit wir nicht zu viele Leute erreichen. Genauso wie man in den Schulen gegen uns hetzt, in den Medien gegen uns hetzt und viele Lügen erzählt. Ja, und auf YouTube haben wir dasselbe, 50.000 Abonnenten oder 40.000, und die Leute werden nicht informiert. Auf jeden Fall. Deswegen sagt allen Bescheid, inshallah. So. Ihr habt sicherlich alle davon gehört, von dieser Flutkatastrophe, die wir hier bei mir ganz in der Nähe hatten oder immer noch haben, denn die Folgen davon sind immer noch bei vielen Menschen zu spüren. Und wie es immer so ist bei solchen Katastrophen, ist es, dass Menschen sehr verzweifelt sind. Und was man dann sehr, sehr häufig in Deutschland erlebt, ist, dass sie dann anfangen, Gott zu verfluchen oder zu verleugnen oder zu behaupten, wo war Gott denn gewesen? Ich kann mich sehr gut daran erinnern, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren, da gab es ein, was heißt sehr gut daran erinnern, ich kann mich noch vage daran erinnern, vor einigen Jahren gab es in Zwickau, es müsste in Zwickau gewesen sein, auf jeden Fall in Sachsen, einen Amoklauf in einer Schule, und da hat dann der Pfarrer oder Pastor in der Kirche bei dem Gottesdienst gesagt, Gott, wo warst du? Und dies ist das Dilemma, was man sehr häufig hat, insbesondere unter Christen, dass das Christentum keine Antwort darauf zu bieten hat, warum es, obwohl wir einen guten Gott haben, der allmächtig ist, der allwissend ist, obwohl es trotzdem schlechte Dinge gibt, Katastrophen gibt, Verbrechen gibt, Ungerechtigkeiten gibt. Darauf gibt es im Christentum keine Antwort. Und deswegen gibt es viele Menschen, die deswegen den Glauben an Gott verlieren. Wie kann es sein, wenn wir einen guten Gott haben, dass es dann diese ganzen Naturkatastrophen gibt, diese Katastrophen? Warum ist meine Katze gestorben, als ich 6 war und ich habe die Katze so lieb gehabt? Ja, das ist das Problem. Und wenn man sich das Christentum genau anschaut, muss man ja sagen, dass dort die natürliche Veranlagung verändert wurde. Und ich will niemanden hiermit beleidigen. Und ich kann mir vorstellen, dass ich die Gefühle von dem einen oder anderen verletze. Und das ist nicht meine Absicht. Aber ich sage die Sachen so, wie ich sie empfinde. Ja. Jeder Mensch weiß, hat dieses Gefühl, dass er den Allmächtigen anbeten muss. Den Gott, der ihn erschaffen hat, den Gott, der ihn versorgt, der Gott, der ihm Augenlicht gegeben hat. Und
Das Größte, was man für Gott tun kann, ist, sich Gott zu opfern. Sein Leben Gott zu geben. Da reden wir jetzt nicht von Selbstmordanschlägen, sondern sein Leben den Regeln Gottes unterzuordnen. Deswegen gibt es beispielsweise die 10 Gebote. Die 10 Gebote, auch im Alten Testament, woran auch die Christen glauben, an die 10 Gebote. Das sind Gebote an den Menschen. Das ist kein Gebot, dass Gott zu irgendetwas verpflichtet ist. Da steht nicht, erstes Gebot, Gott muss den Menschen anbeten. Aber das ist eigentlich das, was im Christentum, wenn man genau schaut, passiert ist. Was wird gesagt? Es wird gesagt, Gott hat sich für die Menschen geopfert. Das heißt, er ist als Mensch auf die Welt gekommen, um für die Sünden der Menschen zu sterben, weil es keinen anderen Weg gibt, um von den Sünden, inklusive der Erbsünde, erlöst zu werden. Das heißt, man glaubt, dass Gott sich für einen geopfert hat. Das ist eigentlich der Götzendienst par excellence. Dass man glaubt, dass Gott einen anbetet, weil das ist eine Anbetung von Gott an den Menschen. Hier müsste eigentlich das erste Gebot in den 10 Geboten lauten. Gebot Nummer 1, Gott muss sich für die Menschen opfern, damit ihre Sünden vergeben werden können. Und dann versucht man natürlich diese ganze Theologie, die nicht Jesus gebracht hat, sondern die der Apostel Paulus gebracht hat und genau definiert hat, ja, da muss man die natürlich schön ausschmücken, indem man dann sagt, ja, weil er den Menschen so liebt. Ja, ob er den liebt oder nicht liebt, das spielt keine Rolle. Es ist trotzdem so, dass damit Gott den Menschen anbetet. So oder so. Denn was ist die Grundlage des Gottesdienstes? Warum beten wir Gott an? Warum machen wir Hatsch? Warum halten wir uns an Gebote? Warum betet man zu Gott? Es ist immer aus Liebe, Hoffnung und Angst. Liebe, Hoffnung und Angst. Das heißt, wenn man sagt, Gott macht aus Liebe Opfer, der sich für den Menschen, bedeutet das, Gott betet den Menschen an. Und das ist in meinen Augen und in Augen jedes jüdischen Rabbiners, ne, damit man nicht sagt, ja, die bösen Muslime sagen dies und das, sondern wir reden sachlich über die Kernbotschaft des Christentums. Ist es der Götzendienst par excellence? Okay, was hat das jetzt mit der Flutkatastrophe zu tun? Mit der Flutkatastrophe hat das damit etwas zu tun, dass man deswegen... dass deswegen viele Menschen dann den Glauben an Gott aufgeben. Ja, der liebt uns so sehr, dass er sich für uns selber opfert. Und warum gibt es so viele schlechte Sachen auf der Welt, wenn wir einen guten Gott haben? Warum stirbt man? Warum die Krankheiten? Warum die Verbrechen? Warum lässt Gott das zu? Und sie fragen das den Pfarrer und den Priester und den und es gibt keine plausible vernünftige Antwort darauf. Aber es wird die ganze Zeit vom lieben Gott, vom lieben Gott, vom lieben Gott gepredigt. Natürlich ist Gott gut. Gott ist Al-Wadud, der Liebende. Das ist eine Eigenschaft von ihm. Allah liebt die Muhsinin, die Gutestuenden. Es wird an vielen Stellen im Koran wird Allah mit Liebe verbunden. Dass er seine Diener liebt, die Gutes tun. Aber wenn das immer wieder wiederholt wird und andere Sachen einfach auf Seite geschoben werden, man dann das eine glaubt und das andere mehr auf Seite schiebt, dann sagen die Leute sicher, warum? Warum gibt es hier die Katastrophe? Warum sind auf einmal Leute obdachlos? Natürlich, man hört andauernd von irgendwelchen Katastrophen auf der Welt, aber wenn die auf einmal vor der Haustür liegt, mitten in Deutschland, wo wir sowas noch nie gehört haben, ein Erdrutsch in Südamerika, haben wir schon 1000 Mal gehört, aber ist ja weit weg. Es berührt einen nicht so. Genauso wie es einen nicht berührt, wenn man hört ja, in St. Louis ist gestern eine Frau vergewaltigt worden, abgestochen worden. Aber wenn du hörst, deine Nachbarin ist vergewaltigt worden, abgestochen worden,
schockiert dich ganz anders, das ist natürlich. So, jetzt hören wir auf einmal von einer Flutkatastrophe, wir haben vom Tsunami gehört und Indonesien, hören wir auf einmal mitten im Rheinland und in Rheinland-Pfalz, was passiert? Wie geht das denn? Was ist los? Ja, Dürre, wir haben so oft von Dürre gehört, als dann vor 3 Jahren gehört wurde, Dürre in Deutschland, die Bauern beschweren sich, die Preise gehen hoch, Katastrophe, Dürre, Katastrophe, kein Regen in Deutschland. Da waren auf einmal alle schockiert, wie eine Dürre in Deutschland, vor der Haustür. Somalia, Tansania, haben wir ja schon tausendmal gehört, aber es berührt eigentlich so. Das Verbrechen oder die Katastrophe oder das Problem vor der Haustür berührt einen immer mehr als dasselbe Problem am anderen Ende der Welt. So. Insbesondere, wenn man dann noch hört, da ist vielleicht der eine oder andere betroffen, weil man hat eher das Gefühl, das könnte mir ja passieren. Dasselbe könnte mir auch passieren. Ich könnte jetzt betroffen sein. Auf jeden Fall. Warum reagieren Menschen so? Ja, warum das? Warum passiert das? Ja, klar, sie haben keine Antwort. Und hier muss man erstmal einige Grundlagen verstehen, bevor ich auf die Weisheiten eingehe. Allah subhanahu wa ta'ala, der allmächtige Gott, hat das Gute und das Schlechte erschaffen. Und er hat das Schlechte zugelassen. Ganz klar und deutlich. Und er hat es zugelassen. Wir wollen weiter tiefer will ich darauf nicht eingehen. Aber er lässt es zu aus einer Weisheit heraus. Nicht wegen dem Übel der bestimmten Sache an sich, sondern weil die üble Sache immer etwas Positives hervorbringt. Und hier muss man erstmal einige Sachen als Mensch begreifen. Erstens, warum bist du erschaffen worden? Zweitens, wozu hat Gott das Leben erschaffen? Drittens, wozu hat Gott alles auf der Welt erschaffen? Viertens, wem gehören wir? Fünftens, was ist die Dunya, das diesseitige Leben bei Gott wert? Welche Bedeutung hat es? Und sechstens, was kann Gott mit uns machen? Diese Fragen müssen wir erstmal beantworten. Und wo finden wir die Antworten auf diese Fragen? Im Koran und der Sunna. Erstens, wofür bist du erschaffen worden? Bist du erschaffen worden, um Spaß zu haben? Glücklich zu leben? Ist schön, wenn man glücklich lebt. Jeder Mensch will Spaß haben, warum nicht? Solange man den Spaß aus einer Quelle herauszieht, die nicht haram ist, ist es kein Problem. Zum Beispiel, jemand hat Spaß mit seiner Ehefrau als Beispiel. Okay? Aber dafür sind wir nicht erschaffen worden. Wozu sind wir erschaffen worden? Allah sagt im Koran, Sura 51, Vers 57 oder Vers 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Djinn, die Geisterwesen und die Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Das ist der Grund. Das heißt, du Mensch, du, der sich beschwert wegen der Flutkatastrophe oder weil irgendjemand aus der Familie gestorben ist, du bist nicht erschaffen worden, damit du schön lebst. Du bist erschaffen worden, um Gott zu dienen. Ja, warum hat er uns... Das ist doch nicht dein Problem. Gott gibt dir die Informationen, die du brauchst und die dein kleines Gehirn verstehen kann. Der Chef muss dir auch nicht jede Sache, die er dir aufträgt, dir erklären, dass du sie verstehen musst und du musst arbeiten. Und wenn du, weil manche Sachen kannst du vielleicht auch gar nicht verstehen. Warum, weshalb, wieso? Zum Beispiel, wenn du in einem Krankenhaus arbeitest, sagt der Arzt dir eventuell, du bist Krankenschwester, geben Sie dieses oder jenes Medikament mit dieser oder jenen Dosierung Der erklärt nicht ja, warum diese Dosierung, warum genau diese Zusammensetzung, welche Wirkung hat das, braucht er gar nicht zu erklären. Weil er ist der Spezialist dafür. So, wenn das selbst bei einem Arzt so ist, wie ist das erst bei Allah, bei Gott, der von seinem Wissen her unendlich größer ist als wir mit unserem kleinen Hirn. So, das heißt, das ist schon die pure Arroganz,
Sagen, ja, warum denn? Warum muss ich ihm denn dienen? Was hat er denn davon? Was hat er davon? Er liebt das. Er liebt das. Hat er einen Schaden, wenn wir ihm nicht dienen? Nein, er hat keinen Schaden, wenn wir ihm nicht dienen. Er sagt das selber in einem heiligen Hadith. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر كلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكه شيئا. Das heißt, wenn der erste, wenn, oh ihr Menschen, wenn der und Jinn, wenn der erste von, oh meine Diener, wenn der erste von euch und der letzte von euch und die Menschen und die Jinn alle das sittenloseste Herz von dem sittenlosesten von euch hätten, so würde es meiner Macht nichts wegnehmen. Nichts wegnehmen. Das heißt, er hat keinen Schaden, wenn du ihm nicht dienst, sondern du hast den Schaden. Warum? Weil der Preis, ihm zu dienen, der Preis, ihn zu akzeptieren, ist das Paradies. Und es ist eigentlich relativ einfach. Der Prophet war mit Mu'adh ibn Jabal auf einem Reittier gewesen und dann sagte er, Ja, Mu'adh, atadri ma haqqullahi al-ibadi wa ma haqqul ibadi al-Allah? Weißt du, was das Recht Allah gegenüber seinen Dienern ist und das Recht der Diener gegenüber Allah? Und da sagte Mu'adh ibn Jabal, Allah wa Rasulu a'lam. Allah und sein Gesandter wissen es besser. Da sagt der Prophet, alayhi salatu wasalam, haqqullahi al-ibad, ay an ya'buduhu wa la yushriku bi shay'a. Das Recht Allahs gegenüber seinen Dienern ist, dass sie ihn alleine anbeten und niemand anderen neben ihm anbeten. وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Das Recht der Diener gegenüber Allah ist, dass er niemanden bestraft, der ihm gegenüber keinen Schirk, keinen Götzendienst begeht. Jetzt könnte man sagen, wir haben ein Recht gegenüber Allah? Ja, wir haben das Recht gegenüber Allah, das Recht, was Allah uns gegeben hat. Paradies. Und noch etwas. Derjenige, der Allah erkennt, Allah dient, hat ein glückliches Leben. Hat Hoffnung im Leben. Glückseligkeit ist nicht am Kontostand messbar. Glückseligkeit ist etwas, was wir im Herzen haben. Deswegen lass dich nicht täuschen von den Leuten, die heute am Dancen sind und Schau es dir mal ein paar Jahre später an. Schau es dir mal an, wie viele Sternchen haben wir schon gesehen. Leute, wo wir gedacht haben, oh, Erfolg und oh, glücklich. Und am Lachen und am Party und die Fassade. Aber, selbst wenn es nicht so wäre, das diesseitige Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Zweite Sache. Wozu hat er das Leben erschaffen? Einfache Antwort wieder, klar und deutlich im Koran. Sure 67, Vers 2. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Der Leben und Tod erschaffen hat, um euch auf die Probe zu stellen, wer die besten Taten begeht. Ja, warum auf die Probe? Er weiß doch schon, was passiert. Ja klar, er weiß das auch. Aber du nicht. Und du warst nur dafür zur Verantwortung gezogen, was du getan hast, nicht was er wusste, was du getan hast. Sie barmherziger. Ansonsten wird es am Jüngsten sagen, habe ich nicht getan. Aber du kriegst die Bücher in die Hand, die Waage wird aufgestellt, dann kann keiner sagen, nee, stimmt nicht. Hier, bitteschön. Da steht's. Hier, Waage. Alles wurde aufgezeichnet. So, das dazu. Dann, wozu hat er alles, was es auf der Welt gibt, erschaffen? Allah sagt in Sure 18, Vers 7, Inna ja'alna ma'ala al-ardi zinatan laha linabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wir haben alles, was es auf der Erde gibt, gemacht, um auf die Probe zu stellen, wer von ihnen die besten Taten begeht. Einfache Botschaft, klar, deutlich. Jetzt, wem gehören wir? Wem gehören wir? Ihr kennt es alle, Sure 2, Vers 156. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wahrlich, wir gehören Allah und zu ihm kehren wir zurück. Du bist ein Besitz von ihm. Und das ist das, was man begreifen muss. Er kann mit dir machen, was er will.
Sura 21, Vers 23. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Er wird nicht befragt nach dem, was er getan hat, sondern sie werden befragt. Das ist die Realität, die man als Mensch begreifen muss. Allah, Gott, ist dir nicht schuldig. Nichts. Er kann mit dir machen, was er will. Du bist nicht Gott. Du bist ein Diener. Du bist nicht der Schöpfer. Du bist die Schöpfung. Diese Rollenverteilung muss man erstmal begreifen. Aber viele Menschen haben genau hier das Problem. Sie wollen sich selber zum Gott erklären. Warum diese Regel? Warum das? Wenn ich am jüngsten Tag vor Gott stehe, Ahmed Mansour, werde ich ihn fragen, warum hast du ein Alkoholverbot? Wer bist du? Wer bist du, Kafir? Wer bist du, dass du denkst, du kannst vor ihm stehen, das Maul aufreißen? Du kannst noch nicht mal das Maul vom Türsteher aufreißen, außer dass er dir die Zähne raushaut. Hast du gedacht, du kannst vom Schöpfer stehen und das Maul aufreißen? La hawla wa la quwwata illa billah. Und sowas nennt sich Muslim? Wer so wenig nur Respekt im Herzen hat vor dem allmächtigen Gott, wer seine Regeln in Frage stellt, sich über seine Regeln stellt, mit seinem begrenzten Gehirn über das Wissen vom allmächtigen Gott stellt, das sind die perfekten Mushrikun. So, weiter. Was ist die Dunya bei Allah wert? وَمَا هَذِهِ الْحَيَاتُ دُنْيَا إِلَّا لَهُ وَلَعِبُ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةِ لَهِيَ الْحَيَوَانِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Muss mal kurz gucken, ob das... Ich habe gerade nicht einen Fehler gemacht habe bei dem Vers. Einen Moment. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب. وإن دار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. Ja, habe ich doch eben richtig gesagt. Sura 29, Vers 64. Und dieses Leben ist nur Zerstreuung und Spiel. Und das jenseitige Leben ist das wahre Leben, wenn sie es nur wüssten. Der Prophet a.s.w. sagt, dass diesseits im Vergleich zum Jenseits ist so, als wenn man den Finger in den Ozean steckt. Das, was an dem Finger bleibt, dieses bisschen Wasser, ist das Diesseits. Der Rest ist das Jenseits. Das ist die Zeit. Dann sagt der Prophet, wenn die Dunya bei Allah nur, das diesseitige Leben bei Allah nur so viel wert wäre wie der Flügel von einer Mücke, dann würde der Verweigerer, der Gottesverweigerer, der Kafir, nicht mal einen Schluck Wasser zu trinken bekommen. Das heißt, es ist nichts wert. Was ist das wahre Leben, das jenseitige Leben? Dafür sind wir erschaffen worden. Hier, das ist die Probe. Das ist das Leben der Probe. Und zu der Probe gehören Katastrophen, gehören Krankheit. Aber es ist nur ein kurzer Moment. Selbst wenn du 100 Jahre Schmerzen erleidest, hast du danach die Ewigkeit. Es wird dir wie nichts vorkommen. Der Prophet a.s.w. sagt, wenn, sinngemäß, wenn am jüngsten Tag der Mensch, der im Diesseits, der leidendste Mensch von den Menschen des Paradieses kommt, nur einen kurzen Moment ins Paradies hineingesteckt wird und gefragt wird, hast du jemals etwas Schlechtes erlebt, wird er sagen, nein, niemals. Das ist alles vergessen. Warum? Weil das wahre Leben ist das jenseitige Leben. Das heißt, lass dich nicht durcheinander bringen von irgendwelchen Leuten, die Schmerzen erleiden, Unheil erleiden. Das Jenseits ist dazu da, um diese Leute zu entschädigen. Und Allah, der das Diesseits erschaffen hat,
ist dazu in der Lage, sie im Jenseits zu entschädigen, ohne dass jemand sagen wird, warum hast du mir das angetan? Wird keiner sagen, der ins Paradies geht. So, dann weiter. Was kann Allah mit uns machen? Was kann er mit uns machen? Er sagt im Koran, Sura 85, Vers 16, Fa'alun lima yurid. Er macht, was er will. Und das ist das, was einige, die keinen Respekt vor Gott haben, auch kapieren müssen. Er macht, was er will. Du hast es nicht mit deinem Boss zu tun oder mit irgendeinem Politiker, gegen den du protestieren kannst. Du hast es mit dem allmächtigen Gott zu tun. Und ob du ihn respektierst oder nicht, gegen ihn hast du nicht den Hauch einer Chance. Wenn sich alle Menschen auf der Welt gegen dich versammeln werden, um dir etwas anzutun, alle Male, hast du mehr Chancen, sie alle Male umzulegen, als vor Gott nur Pieps zu machen. Das ist eine Realität, die man kapieren muss. So. Was ist jetzt die Weisheit dahinter? Erstens, dass man Sabr hat, standhaft ist. Der Prophet a.s.w. sagte, أجباً لأمر المؤمن فإن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن صابة الدراء صبر فكان خير له وإن صابة السراء شكر فكان خير له. Das heißt, wundersam ist die Lage des Gläubigen, denn alles, was ihm geschieht, ist gut für ihn. Wenn, und dies geht niemandem so außer dem Gläubigen, wenn ihn eine Hechte trifft, ein Schaden trifft, eine Probe trifft, ist er standhaft und das ist gut für ihn, fürs Jenseits. Und wenn, nicht nur unbedingt fürs Jenseits, und wenn ihn etwas erfreulich trifft, ist er dankbar und das ist gut für ihn. Das heißt, du bist standhaft und kriegst deinen Lohn bei Allah. Zweitens, Sündenvergebung. Der Prophet a.s.w. sagte sinngemäß, dass der Mu'min für jeden Schaden, der ihn sticht, selbst ein Dorn, der ihn sticht, ihm Sünden vergeben werden. Das heißt vielleicht, der Schaden, der dir im Diesseits geschieht, ist im Jenseits der Grund dafür, dass du ins Paradies kommst. Drittens, Dankbarkeit. Zum Beispiel in diesem Fall bei der Flut. Du bist dankbar, dass dir nichts passiert. Das hat der Allah schon gedankt, dass euch, dass eure Häuser noch stehen. Oh Allah, ich danke dir, dass du mein Haus und meine Familie beschützt hast. Amin. Dann Hilfe. Es gibt dort Menschen, die Hilfe anbieten. Und das ist eine gute Tat bei Allah, dass sie anderen Menschen, die in Not stecken, helfen. Fünftens, es zeigt uns unsere Hilflosigkeit. Dürre, was auf einmal. Flut, Erdbeben. Und gerade bei so einer Flut, da ist ein kleiner Bach. Und der wird von einem auf den anderen Tag wieder rein. Und das Wasser kommt aus den Kanälen raus. Und auf einmal steht der Keller voll. Und das Haus wird weggeblasen. Und die Autos werden durch die Straße geschleudert und zerschmettert. Da sagt man sich, boah, subhanallah, welche Kraft hat Gott? Und dies sind Zeichen für uns, wie hilflos wir sind. Und wozu führen die? Dass wir Gott anbeten und Dua zu ihm machen, Bittgebete zu ihm machen. Sechstens, es zeigt uns die Allmacht von Allah, wodurch wir ihn noch mehr verehren. Wie er die Situation von heute auf morgen komplett verändern kann. Wie mit dem Coronavirus, wie mit der Dürre damals. Und wir wissen, wenn er wollte, könnte er noch ganz andere Wassermassen schicken. Wir fühlen uns immer sicher in Deutschland. Doch Flut gibt es in Indonesien, in was weiß ich, Thailand oder gibt es vielleicht einen Tsunami oder Südamerika. Auf einmal hast du es mitten vor der Haustür. So. Und dann, ganz, ganz wichtig, damit wir Tauba machen, Reue zeigen. Allah sagt im Koran,
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Das Unheil ist auf dem Land und auf den Wassermassen deutlich sichtbar geworden. Wegen dem, was die Menschen an Taten vorausgeschickt haben. Warum? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, damit sie zurückkehren. Das heißt, immer wenn so etwas geschieht, musst du dich fragen, was habe ich eventuell getan? Was haben wir als Menschen im Allgemeinen getan, der Umwelt angetan, dass solche Sachen passieren? Was haben wir der Schöpfung Allahs angetan? Was haben wir der Schöpfer angetan? In Deutschland so viele Menschen sind völlig gottlos geworden. Haben noch nicht mal mehr was mit dem Christentum zu tun. Und normalerweise müssen sie sich nicht wundern, wenn etwas passiert. Da müssen sie sich fragen, habe ich vielleicht was falsch gemacht? Haben wir als Menschen uns vielleicht von Gott abgewandt? ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Wahrlich, das Unheil ist sichtbar geworden auf dem Land und auf den Wassermassen wegen dem, was die Menschen mit ihren Händen vorausgeschickt haben, damit er sie einiges kosten lässt von dem, was sie getan haben. Einiges von dem, was sie getan haben, auf das sie zurückkehren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten. So, mal gucken, was hier gibt. Ganz kurz. Ja, wie gesagt, Leute, teilt mal diesen Beitrag überall. Ihr werdet leider nicht mehr benachteiligt, so wie ich das mitbekommen habe. Aber khair inshallah. Ihr könnt euch das nachher mal anschauen. Schaut einfach mal jeden Tag auf dem Kanal nach, weil ich versuche jetzt wieder jeden Tag etwas hochzuladen, inshallah. Jeden Tag Informationen hochzuladen. Macht viel Dua für mich, dass wir mehr hinbekommen, inshallah. Und mehr Vorträge machen können. Ich hatte in letzter Zeit sehr, sehr viel. Schade, dass wieder nicht angezeigt wurde, dass live ging. Ja, das ist halt die Situation. Du sagst auch, habe einfach keine Benachrichtigung bekommen, dass du live bist. Ja, ich weiß, das ist mittlerweile so. Ja, weil so, damit, das ist immer so diese, das sind so diese Boykottversuche von Social Media, die wir überall haben. Ja, ja, das ist ein Shadowban, genau. Wenn man zum Beispiel Pierre Vogel eingibt, muss man bei mir genau Pierre Vogel da aber anzeigen, sonst wird es gar nicht angezeigt. Genau. Okay, liebe Geschwister, keine Benachrichtigung mehr. Nein, die Gebete kannst du nicht zusammenfassen. Die Gebete kannst du nur zusammenfassen, wenn du weniger als 96 Stunden an dem Ort bleibst. Nach Hambalitscherechu. Was sollte man während der Prüfung machen? Mach Dua und streng dich an und konzentriere dich. Okay, liebe Geschwister, ich wünsche euch was. Macht's gut. Ich wünsche euch was. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. وبركاته